Hallo Menschen, heute erzähle ich euch etwas über die gelesenen Bücher aus dem April, wobei erst noch ein Nachtrag aus dem Mai kommt, nämlich diese Sammlung chinesischer Märchen. Ich hatte ja am Anfang des Jahres gesagt, ich möchte endlich mal die Bücher hier in meinem gelesenen Regal lesen, die noch nicht gelesen sind. Das war jetzt ganz toll formuliert. Unter anderem standen da eben diese chinesischen Märchen, weil ich sie schon so hübsch fand. Und ich habe das ganz enthusiastisch schon im Januar begonnen und habe bis jetzt gebraucht. Und nicht mal wirklich, weil es schlecht war, sondern weil man Märchen halt vielleicht auch nicht wirklich am Stück liest. Also nach so 3, 4, 5 hatte ich dann auch immer mal ein bisschen genug. Das ist ja auch nicht schlecht. Muss man ja auch nicht unbedingt jetzt diese 500 Seiten am Stück lesen, aber es hat mich halt so ein bisschen runtergezogen, weil ich dieses Projekt dann dadurch ganz schön ins Stocken brachte. Auf jeden Fall war das hier wirklich interessant. Also sowohl die Gemeinsamkeiten, zum Beispiel bei den Kinder- und Hausmärchen, da merkt man es am meisten. Da ist eigentlich einfach nur der Unterschied, dass hier kein großer böser Wolf ist, sondern ein großer böser Panther zum Beispiel. Aber von der Moral her laufen die auf dasselbe hinaus. Deswegen waren es vielleicht auch ein bisschen am langweiligsten. Und das waren halt die ersten, die hier drin waren. Das hat mich echt ein bisschen runtergezogen. Aber wirklich interessant waren dann eigentlich so diese Götter- und Naturgeister-Märchen. Auch so ein paar Mythen, die hier mit reinspielen. Weil da merkt man halt wirklich, dass es ein anderer Kulturkreis ist. Das sind ganz andere übernatürliche Wesen, als wir sie eigentlich haben. Und ja, das gefiel mir sehr, sehr gut. Recht typisch für Märchen sind sie halt eher simpel geschrieben. Wir haben also manchmal zwar auch Protagonisten mit Namen, manchmal aber auch sowas wie ja, der Schneider oder sowas macht eben jetzt das und das, wie man es halt so kennt von Märchen. Und ich würde es halt im Großen und Ganzen empfehlen für Leute, die sich entweder für Märchen allgemein oder für die Gegend interessieren, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie für jeden etwas. War aber eine ganz interessante Erfahrung. Als erstes diesen Monat las ich dann etwas für mein Projekt Gemeinsam lesen, zusammen mit Cantrix, die ich euch unten auch verlinke. Und zwar war das zuerst Tschernobyl von Svetlana Alexejewitsch. Tschernobyl. Das war großartig. Das war wieder eines dieser Bücher, die mich teilweise erschüttert haben, die mir aber auch viel beigebracht haben. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe zu diesem Buch gemeinsam mit einem Roman zum Thema Tschernobyl ein Video gedreht, in dem ich eben beide rezensiere, was ich euch nochmal verlinke. Da zitiere ich auch ganz viel aus diesem Buch, falls ihr mal hören wollt, wie Svetlana Alexejewitsch das angeht, denn sie sammelt jetzt nicht Fakten und gibt es irgendwie selbst wieder, sondern sie lässt die Leute erzählen. Und das fand ich eine ganz wunderbare Art. Dadurch bekommt man so viele verschiedene Sichtweisen, auch Hintergründe. Es sind Rückkehrer, es sind Leute, die damals dafür verantwortlich waren, Wissenschaftler, Soldaten und so weiter und so fort, alles Mögliche dabei. Und ich fand das so ja, berührend, aber nicht auf eine kitschige Art und Weise, wie die von ihrem Leben erzählen. Viele haben natürlich auch Verluste erlitten und das war allgemein halt so ein tolles, volles Bild über dieses Thema. Kann ich jedem nur empfehlen. Ganz, ganz, ganz toll. Es ging mit einem Sachbuch weiter, auch für das Projekt gemeinsam lesen, allerdings nicht zusammen mit Cantrix, sondern mit jemandem aus meinem normalen Leben. Und wir lasen Without You, There Is No Us von Suki Kim, ein Sachbuch über Nordkorea, zu dem es auf dieselbe Art und Weise ein Video gibt, nämlich dass ich es zusammen mit einem Roman rezensiert habe. Hier war halt so ein bisschen mein Problem, dass ich Suki Kim etwas unsympathisch fand, teilweise so die Art und Weise, wie sie es erzählt hat, was sie uns erzählt, nicht ganz so toll fand, aber es hat mir sehr, sehr viel über Nordkorea beigebracht, hat aber auch dafür gesorgt, dass ich, wenn ich mal wieder ein Buch über Nordkorea lesen möchte, ich eher so auf eine Flüchtlingsbiografie zurückgreifen möchte, da man hier halt schon so einen recht beschränkten Blick nur so auf dieses Elite-College kriegt, was sie eben besucht, also nicht besucht, sondern in dem sie Lehrerin ist. Sie hat zwar ab und zu mal so die Möglichkeit, mit dem Bus über Land zu fahren, halt alles unter Bewachung und sieht da so ein, zwei Leute der Landbevölkerung, aber es kommt halt nicht wirklich zur Interaktion und sie kann uns halt natürlich nur erzählen, was sie erlebt hat. Das war ein guter Einstieg, aber für die Zukunft möchte ich eher auf was anderes zurückgreifen. So, nach diesen eher ernsten und nicht gerade positiven Büchern brauchte ich unbedingt eine Abwechslung und entschied mich für Red Queens, die erste Volume. Das ist ein Fantasy-Comic mit 4 Protagonistinnen, also wir haben auch zwar Nebencharaktere anderen Geschlechts, aber das war genau das, was ich in dem Moment brauchte. Es ist sehr frisch, sehr schnell, modern erzählt, es ist lustig, es war unterhaltsam und es hat aber auch schon genug Andeutungen so von Hintergründen und allgemein Möglichkeiten, so ein bisschen tiefer in die Charaktere zu gehen, dass ich auf jeden Fall weiterlesen möchte. Der erste Teil hat mich noch nicht vollkommen überzeugt, aber es war gut genug, dass ich interessiert bin an all den Charakteren. Auch hier ist es so, dass ich zusammen mit 4 anderen Comics ein Video gedreht habe, in dem ich euch halt ein paar Bildergeschichten empfehle und das gehört auf jeden Fall dazu. Anders als das nächste, auch ein Comic, nämlich die erste Volume von East of West. Das ist ein
Science-Fiction-Western mit fantastischen Elementen, in dem Sinne, dass eben am Anfang der Geschichte die vier Reiter der Apokalypse mal wieder auferstehen mit dem kleinen Plot-Twist, dass der Tod nicht dabei ist, denn der macht sein eigenes Ding. Und so geht die Geschichte nämlich auch los, dass der Tod so von Person zu Person reist und die Leute aus Rache tötet. Und wir wissen erstmal noch so gar nicht, was hier los ist, warum er das macht, wer die Leute sind, was sie getan haben und so weiter und so fort. Aber das klärt sich dann schon so langsam auf. Ich muss zugeben, ich hatte ein wenig mehr erwartet, weil ich einfach sehr viel Positives gehört habe. Ich werde die nächste Volume, denke ich, nochmal probieren, aber vielleicht auch nicht zum Vollpreis kaufen. Mal gucken. Also ich bin jetzt nicht so erpirscht darauf, hier weiterzulesen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Red Queens, da habe ich mir die zweite schon bestellt. Hier war halt wirklich viel Mord, Action, Prophezeiungen und so weiter. Ist alles nicht so ganz mein Ding. Und dazu kommt noch, dass der Zeichenstil auf manchen Seiten wirklich toll war. Also zum Beispiel die ersten, in die ich so reingelesen habe, das finde ich ganz, ganz toll illustriert, ein bisschen düsterer Stil. Und auf manchen Seiten ist es halt wirklich so gar nicht mein Ding. Also einfach auch irgendwie eine Stiländerung, finde ich, obwohl der Zeichner gleich bleibt. Und es sind oft einfach nur so schwarze Linien außen drum und dann ist eine grüne Füllung drin. Also einfach nur ein bisschen farbig gemacht, aber keine Schatten und so weiter und so fort. Und was ich halt auch überhaupt nicht mag, ist, wenn die Augen von Frauen wirklich einfach nur als oben ein Bogen, unten ein Bogen und dann so drei fette Wimpern am Rand gemalt werden. Das kommt ja auch vor. Also hiervon bin ich wirklich noch nicht so begeistert. Ist ein Wackelkandidat. Es war auch noch nicht direkt schlecht. Aber sehr unsicher, ob ich jetzt die Reihe wirklich zu Ende lesen werde. Danach las ich dann Baba Dunjas letzte Liebe von Alina Bronski. Das ist besagter Roman zu dem Sachbuch über Tschernobyl. Und hier folgen wir eben einer schon sehr alten Tschernobyl-Rückkehrerin, die da ja so ein bisschen schrullig vor sich hin lebt in einem Dorf nahe Tschernobyl mit ein paar anderen Leuten. Teilweise machen sie ein bisschen was zusammen, teilweise leben sie aber auch alle so vor sich hin. Und im Großen und Ganzen war es mir etwas zu lustig, zu schrullig, zu auf Lacher aus halt. Also es war wirklich nicht schlecht. Ich mochte auch diese andere Art, mal mit dem Thema umzugehen, dass nicht alles nur Tod, Verderben, Krankheit ist. Das hatte auch mal was, aber ja, wer mir schon länger folgt, der weiß es. Ich bin nicht so ganz der lustige Typ, was Bücher betrifft. Es hatte was, es war eine gute Abwechslung, aber nicht so mein Lieblingsbuch für immer. Dann kam das zweite Buch für das Projekt Gemeinsam Lesen, nämlich Das Attentat von Harry Mulisch. Das ist eines der Lieblingsbücher meiner Lesepartnerin. Hier erfahren wir in 5 Episoden etwas aus dem Leben Antons, der zu Beginn der Geschichte 12 Jahre alt ist. Und zu Beginn der Geschichte ist eben 1945 in den Niederlanden, das sind gerade so die letzten Kriegstage noch, in dem eben nochmal ein wirklich einschneidendes Erlebnis für Anton geschieht. Was ich sehr mochte, war so die Verbindung der verschiedenen Episoden, die wir eben haben. Da liegen oft Jahrzehnte dazwischen. Und Anton erfährt eben oft zufällig dann irgendetwas aus seiner Vergangenheit. Und das Schöne daran ist, dass er sich eigentlich nicht mehr mit seiner Vergangenheit groß beschäftigt, sie ihn aber beschäftigt. Also er sie einfach nicht los wird. Er sucht gar nicht aktiv nach Antworten. Er beschäftigt sich nicht mehr damit. Er redet nicht bewusst und aktiv mit Leuten. Aber irgendwie kommt die Vergangenheit immer wieder in sein Leben und lässt ihn einfach nicht los. Das war eigentlich eine ganz tolle Herangehensweise. Es geht also auch viel halt um Vergangenheitsbewältigung natürlich, um das Trauma, um Schuld und Erinnern, aber auch sowas wie Ehre und Widerstand. Was mir nicht ganz so gefiel, ist, dass Anton wirklich immer absolut zufällig über diese Infos stolpert. Und halt wirklich jedes Mal. Er sucht halt nicht aktiv danach, aber geht aus dem Haus und trifft plötzlich jemanden aus seiner Vergangenheit. Das passiert halt immer, immer wieder. Und eine zweite Sache, ich fühlte mich Anton wirklich die ganze Zeit nicht nahe. Vielleicht war das Absicht, das könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass Anton halt sich nicht wirklich mit sich selbst beschäftigt. Sollte vielleicht so meine Entfremdung ihm gegenüber seine eigene Entfremdung widerspiegeln? Falls das so ist, also sag ich mal, kann ich das wertschätzen? Hat er das auch erreicht? Aber ich muss zugeben, es hat mir nicht wirklich gefallen. Ich mag das schon, wenn ich den Protagonisten in Büchern wirklich nahe bin. Also ich muss nicht ähnlich zu ihnen sein, aber ich meine, wenn ich mit ihnen mitfühlen kann und so weiter. Und das kam hier nicht auf. Ja, Anton ist halt auch jemand, der da so ein bisschen vor sich hin lebt. Insofern war das schon ganz gut wiedergegeben, aber ich hätte gerne irgendwie noch ein bisschen was Näheres für mich gehabt. Ja, aber was ich im Großen und Ganzen auch ganz toll fand, ist, dass es halt ein Buch ist, was mal nicht einfach nur so das Schrecken, die Schrecken des Krieges wiedergibt und dann ist halt vorbei, sondern es zeigt halt wirklich, was für einen Einfluss das auf ein ganzes Menschenleben hat. Also all die Nachwirkungen, auch noch Jahrzehnte später, wenn man nochmal etwas erfährt oder sich etwas ändert, eine Sichtweise und so weiter. Das war eine ganz tolle Herangehensweise und wofür ich das Buch dann auch empfehlen kann. Das ist einer der wenigen
Bücher, die ich bisher gelesen habe, die halt so dieses große Ganze ein bisschen im Blick haben, gefiel mir sehr gut. Danach kamen wieder drei Comics, die ebenfalls in diesem Video mit dabei sind, unter anderem Descender Volume 1, also auch eine Geschichte, die weitergeht. Und hier haben wir ein Science-Fiction-Comic mit einem, unter anderem, einem Roboterjungen als Protagonisten in einer Zeit, in der Roboter allgemein aufgrund eines Vorkommnisses eher verfolgt werden. Und hier finde ich halt vor allem die Zeichnung ganz toll. Da könnt ihr nochmal in das andere Video gucken. Da zeige ich das nämlich ein bisschen. Für das Video will ich einfach schnell machen. Das zweite in der Runde ist Just So Happens, eine realistische Geschichte in unserer Welt, in der es viel um Tod, dementsprechend auch Trauerbewältigung, auch so die Anforderungen und Erwartungen von Eltern an ihre Kinder geht und Kultur und Tradition, was man übernimmt, was man ablehnt und so weiter und so fort. Gefiel mir sehr gut, weil es vor allem eine ruhig erzählte Geschichte war. Und etwas anders ist dann noch das letzte Comic, nämlich der erste Teil von Pretty Deadly. Das ist so eine ganz düstere, tolle Atmosphäre mit Charakteren, die mir bisher wirklich sehr voll vorkommen. Also anfangs muss ich das natürlich alles ein bisschen entwickeln, aber wir haben ja Leute, die schwierige Entscheidungen treffen, die auf sie selbst eigentlich negative Folgen haben, aber was sie trotzdem machen, so aus moralischer Verpflichtung. Dann gibt es natürlich auch ganz große Arschlöcher, die in eine ganz andere Richtung gehen, aber hier gefiel mir wirklich so diese Stimmung, das ist alles sehr drückend. Die Tochter des Todes ist eine Protagonistin, das war so genau mein Ding, was die Atmosphäre betrifft und da möchte ich auch auf jeden Fall weiterlesen. Dann kam Das geraubte Leben des weisen Jun Do. Das ist eben der Roman zum Sachbuch über Nordkorea und der hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Gleichzeitig habe ich auch hier nochmal viele Infos über Nordkorea bekommen, von denen ich halt hoffe, dass sie wahr sind, weil sie teilweise mit dem Sachbuch übereinstimmen, aber ich kann es natürlich nicht nachprüfen oder dergleichen. Und im Kern geht es eben hier um Jun Do. Das ist der Sohn eines Waisenhausaufsehers, der dann aber ein ganz verrücktes, abwechslungsreiches Leben führt, immer weil ihm irgendjemand von oben beordert, du machst jetzt das und das, du gehst da und dahin und so lernt er so viele Seiten erstens des Systems und des Lebens in Nordkoreas kennen. Also eigentlich wirklich, der macht so alles durch, was man machen kann, also aus der armen Bevölkerung bis hin in die Lager und dann teilweise auch in die High Society, irgendwie so ein bisschen durch mehrere Verstrickungen. Also es war sehr interessant. Und ich kann halt nicht direkt einschätzen, was da wahr ist und was nicht. Dann kommt endlich mein Buch, zu dem ich kein Video oder dergleichen habe, nämlich Der Fall Jane Eyre von Jasper Forde. Das ist prinzipiell der erste Teil einer Reihe, aber der Fall an sich ist erstmal abgeschlossen. Und hier haben wir eine Welt mit einem Special Operations Network, was so aus 30 Einheiten besteht und offiziell sind die 20 unteren eigentlich niemandem wirklich bekannt. Und unsere Protagonistin Thursday Next arbeitet in Einheit 27 bei den Literaturagenten. Und dann gibt es in dieser Welt auch eine Maschine, die es ermöglicht, in Romane hineinzugehen oder auch in, also in Bücher allgemein, aber auch jemanden aus Romanen hinauszunehmen. Und dann stiehlt jemand ein Originalmanuskript, was bedeuten würde, dass er da alles Mögliche mit anstellen kann und dann ändern sich alle anderen Bücher, alle anderen Ausgaben auch. Das heißt, er könnte es komplett verändern, er könnte die Protagonisten töten und so weiter und so fort. Was ich unbedingt als erstes an diesem Buch erwähnen muss, sind die tausend Einfälle. Hier gibt es wirklich manchmal auch in Nebensätzen einfach nur erwähnt, eine Erfindung, eine Idee, eine Sache, die wirklich ein eigenes Buch wert wäre. Das sind so viele Ideen, das Buch sprudelt quasi über. Das muss ich ihm wirklich, wirklich zugute halten. Da steckt ganz viel Innovatives dahinter. Was auch sehr interessant war, ist einfach der Genremix. Wir haben ja hier natürlich auch viele fantastische Ideen. Die Haupthandlung ist aber eine Kriminalgeschichte, also die verfolgen ja einfach nur den Bösewicht quasi und ihre Ermittlungen, denen wir da folgen. Dann haben wir aber auch eine alternative Historie, die zum Beispiel besagt, dass Großbritannien immer noch im Krimkrieg mit Russland ist und die dafür sorgt, dass es auch so ein ganz klein wenig Steampunk gibt. Also zum Beispiel gibt es halt keine Flugzeuge, sondern sowas ähnliches wie Zeppeline, glaube ich. Aber es ist halt auch nicht jetzt überall irgendwie die Dampfmaschine noch da. Und wir haben natürlich auch Science-Fiction-Elemente mit Zeitreisen drin. Und das Fantastische ist, dass es funktioniert. Also es wirkt tatsächlich wie so eine geschlossene Welt, zum Großteil zumindest. Ich habe nachher auch noch so eine kleine Kritik. Und es war auf jeden Fall halt auch durch diesen Einfallsreichtum mal nicht die 100. Fantasy-Geschichte mit einer einfachen Quest. Das war halt wirklich
toll. Ich meine, natürlich folgen wir irgendwie so ein bisschen den Guten gegen das Böse, aber halt nicht das, was man schon tausendmal gelesen hat, sondern wirklich, wirklich innovativ. Das muss ich ganz groß hervorheben. Ich finde auch, für ein lustiges Buch hat es sich bei mir persönlich sehr gut geschlagen. Es hatte halt tolle Ideen, zum Beispiel, dass jemand so ähnlich wie die Zeugen Jehovas an den Türen klingelt, aber mit den Leuten halt über Shakespeare bzw. Francis Bacon reden will, also richtig wie eine Religion. Das fand ich halt ganz nett, das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Aber ich habe es jetzt schon tausendmal erwähnt, ich merke auch immer schon beim Lesen, ein lustiges Buch wird mich nie wirklich berühren. Also, selbst wenn ich es ganz nett finde, unterhaltsam und so, wenn ich sogar lachen muss, ich merke schon beim Lesen, das wird niemals ein Lieblingsbuch. Es kann nie besser werden als nett. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist. Ich muss da mal ein bisschen mehr Humor entwickeln. Es gibt allerdings auch so ein paar Sachen, die ich halt an dem Buch kritisieren würde. Ein großes Ding für mich, zwar schon bei Harry Potter immer so ein No-Go, ist, wenn Namen halt wirklich so eine Nomen-est-Omen-Funktion haben. Zum Beispiel heißt unser Bösewicht in diesem Buch Acheron Hades. Acheron Hades. Der einzige Pluspunkt dabei ist, dass sie das tatsächlich in dem Buch auch mal ansprechen und er sagt sowas wie: Was hätte ich denn anders als ein Bösewicht werden sollen mit so einem Namen? Aber wie kommt er denn zu so einem Namen? Jetzt mal ehrlich. Oder es gibt halt auch so andere Sachen. Der Leiter einer dieser Literaturagenten heißt halt Victor Analogy und so weiter und so fort. Das kommt ganz, ganz oft vor, finde ich nicht ganz so toll. Was mir auch nicht gefiel, ist, dass die Fähigkeiten des Bösewichts so gar nicht erklärt werden. Der ist zum Beispiel auf Kameras unsichtbar, bei dem nützen Schüsse nichts, der kann auch irgendwie so Glaskästen so flüssig werden lassen, sodass er da durchgreifen kann. Und das ist einfach nicht erklärt. Und alle anderen sind ja eigentlich auch normal. Also, ich meine, es gibt so auch Werwölfe und Vampire zum Beispiel, aber das heißt ja nicht, dass jeder Mensch irgendwie jetzt Superkräfte oder Magie beherrscht und der kann plötzlich alles, der hört zum Beispiel auch, wenn jemand seinen Namen sagt, also dann spürt er das so ein bisschen und das kam so total aus dem Nichts, meiner Meinung nach. Und dann kommt noch dazu, dass oft mal halt schon ein bisschen arge Zufälle und halt auch so Plot-Devices auftreten. Zum Beispiel kommt Thursdays Vater immer mal aus einer Zeitreise so in ihrer Welt und hält die Zeit an. Und das passiert dann mal in einem sehr, sehr passenden, zufälligen Moment, meiner Meinung nach. Oder, was wirklich gar nicht geht, dass unser Bösewicht am Ende monologisiert. Also er hat gewonnen, er könnte sie erschießen, aber er redet. Dreimal dürfte raten, was dann passiert. Also das war für mich so ein, das macht einfach niemand. Ich meine, selbst wenn man das Buch nicht ganz so ernst nimmt, so handelt niemand. Schuss und Tod und fertig. Und das hätte eigentlich schon 10 Mal vorher passieren können, aber ja, kam halt immer wieder vor. Was ich sagen muss, die literarischen Verweise haben wirklich Spaß gemacht. Achso, übrigens, der Fall Jane Eyre hat Spoiler für das Buch Jane Eyre. Vielleicht solltet ihr das vorher lesen. Und was ich auch ganz toll fand, ist, dass zum Beispiel, wenn sie mit dieser Maschine in einen Roman hineingehen, dann wissen die Figuren irgendwie, dass sie Figuren in einem Buch sind, aber sie handeln trotzdem natürlich. Und das war irgendwie so eine ganz tolle Stimmung. Also jemand hat auch mal mit ihnen darüber geredet, gefiel mir sehr gut. Und auch so Kleinigkeiten, es gibt da so Bücherwürmer, die auch mit der Maschine zu tun haben. Und die essen zum Beispiel Präpositionen und dann scheiden die Apostrophe aus. Und dann hat das auch Einfluss auf unseren Text. Dann reden die Leute alle so mit Apostrophen. Das waren halt so ein paar tolle, lustige Kleinigkeiten und Ideen, die er mit reinbringt. Die Seite gefiel mir sehr gut, die Innovationen und die Art und Weise, wie es erzählt wurde, aber halt teilweise von der Handlung her, von dem Protagonisten, nicht so ganz mein Ding. Dem folgte dann wieder ein Buch für das Projekt Gemeinsam Lesen, nämlich Der Mann, der den Zügen nachsah von Georges Simenon, glaube ich, sagt man ungefähr. Das war die Aufgabe, in der ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone herausgehen sollte und ich entschied mich für eine Kriminalgeschichte. Hier ist unser Protagonist Kees. Popinga, der ist Prokurist und hat so ein ganz langweiliges, geordnetes Leben. Also wirklich immer nur so der Familienalltag. Jeden Abend zum Beispiel macht er sich seine Pfeife an, seine Frau ordnet ihre Sammelbildchen und seine Tochter macht Hausaufgaben. Wirklich immer wieder. Und eines Abends bzw. nachts wollte er eigentlich nochmal in die Firma zurück und trifft dann in einer Kneipe seinen Chef, was auch sehr ungehörig ist, denn die schenken da Alkohol aus und so weiter und so fort. Und der Chef gesteht ihm dann, dass die Firma bankrott geht, morgen quasi, und er seinen Selbstmord vortäuschen und sich dann absetzen möchte. Und natürlich erschüttert das Kees irgendwie, er fragt sich auch plötzlich nach dem Sinn, sind denn alles nur Schweinehunde so nach dem Motto und weiß plötzlich nicht mehr so richtig, was er eigentlich tun soll. Aber das sorgt auch für so eine seltsame Ruhe oder Gleichgültigkeit, also so, dass er sagt, na, das bringt ja dann eh alles nichts und so macht er sich eines Tages einfach dann von dannen und geht zu einer
Prostituierten, die eben dieser Chef auch erwähnt hat. Und hinten steht schon drauf, einmal richtig leben und lieben, das will er, egal wie hoch der Preis dafür ist. Und da hört man schon raus, dass da wohl nichts Positives daraus entsteht. Und wir haben im Endeffekt eine Kriminalgeschichte, die sich aber auch sehr viel so mit der psychologischen Seite eben unseres Täters beschäftigt. Ich muss zugeben, ich habe sehr lange gebraucht, um in die Geschichte hineinzukommen. Das hat zwei Gründe. Als erstes habe ich tatsächlich so ein bisschen das Alter dieses Textes gemerkt. Es gab immer so Kleinigkeiten, die mich aus der Welt rausgerissen haben. So wirklich nichts Wichtiges, aber zum Beispiel einmal geht er raus und das Hausmädchen zieht ihm so Gummischuhe über seine Schuhe. Es klingt jetzt total schwer, aber ich weiß nicht, was das ist. Das Erste, was ich dachte, sind diese kleinen, dünnen Tücher, die man zum Beispiel manchmal im Museum oder so kriegt. Aber das wird es ja wohl nicht sein, denn sie kriegt das gegen die Kälte. Oder es gibt so einen Moment, da erzählt er halt von einem ärmlichen Mann oder jemandem, der halt langsam arm wird und dann steht da und dessen Frau jetzt schon keinen Hut mehr aufsetzte, wenn sie einkaufen ging. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Also, musste die den verkaufen? Nee, oder ist das einfach nur eine Sache, die eben nur Damen tragen dürfen? Oder was soll das bedeuten? Warum setzt diese jetzt langsam ärmliche Frau keinen Hut mehr auf? Ich weiß es nicht. Oder es gibt einen Moment da steht einfach nur, dass er sich in ein fremdes Auto setzte und den Anlasser drückte und das Auto stahl. War das damals möglich? Konnte man einfach ein Auto öffnen, auf den Anlasser drücken und dann fährt es? Gab es da keine Schlüssel oder irgendetwas, womit das Auto halt jemandem gehört und der das sichern konnte? Und ich weiß, dass das jetzt so Kleinigkeiten sind, aber das hat immer wieder für eine Distanz gesorgt, dass ich nicht so richtig wusste, in welcher Welt ich mich halt gerade bewege. Und das Zweite, jetzt will ich natürlich nicht zu viel verraten, aber es ist schon so, dass unser Protagonist prinzipiell eine 180-Grad-Wendung macht. Also er ist halt wirklich so dieser langweilige 0815-Mann und dann tut er etwas und das sorgt dafür, dass er sich plötzlich so für den Größten hält und er spielt dann auch so ein bisschen mit der Polizei und er ist ja sowieso der Intelligenteste der Welt und also ganz konnte ich den Wandel nicht nachvollziehen, muss ich zugeben. Also er denkt dann so direkt, er konnte sich alles erlauben, er konnte alles sein, nachdem er es nun aufgegeben hatte, um jeden Preis und für alle der Prokurist Kees Popinga sein zu wollen. Also ich sehe schon so die Grundrichtung, er hat halt jetzt so sein langweiliges Leben aufgegeben, also dass er sich jetzt plötzlich für den größten Verbrecher hält, ja, das kann ich immer nicht so ganz glauben, dass jemand sich dann so innerhalb von 2 Tagen so komplett ändert, weiß ich nicht so genau. Und dazu kommt auch noch so ein bisschen, dass anscheinend jeder Polizist in Paris unfähig ist, also echt, der redet ständig Polizisten an und freut sich dann natürlich, wenn sie ihn nicht erkennen und ja, das waren so ein paar Kleinigkeiten. Was ich auch sagen muss, was bei mir gar nicht geht, ist, wenn Frauen vor Schreck ohnmächtig werden. Und es ist mir wirklich, wirklich vollkommen egal, dass das Buch schon in anderen Zeiten geschrieben worden ist. Das geht einfach nicht. Warum sollte man vor Schreck ohnmächtig werden? Das ist vielleicht mal 2 Menschen in der ganzen Geschichte der Menschheit passiert, aber dass immer so diese schwachen Frauen dann ohnmächtig werden, hasse ich wie die Pest, dieses Bild. Ja, was ich sagen muss, es war wirklich interessant, seiner Psyche zu folgen. Es ist auch so, dass wir einen auktorialen Erzähler haben, der uns eben so an gewissen Überlegungen teilhaben lässt, der auch manchmal Vorausdeutungen bringt. Das fand ich eine tolle Erzählweise, hat gut dazu gepasst. Und es wirft eben halt immer wieder so die Frage nach dem Sinn des Ganzen auf, auch so dem Sinn des Alltags und ob die eigene Persönlichkeit feststeht, ob man halt so in Konventionen feststeckt auch. Und dazu nochmal ein Zitat. Im Grunde war ich doch nur aus Gewohnheit Prokurist geblieben, nur aus Gewohnheit Ehemann und Vater geblieben, weil irgendjemand, den ich noch nicht einmal kenne, bestimmt, dass es so zu sein hat und nicht anders. Und wenn ich es nun ändern wollte? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie einfach alles wird, wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat. Man braucht sich nicht mehr darum zu kümmern, was andere denken, was erlaubt oder verboten, anständig oder unanständig, korrekt oder nicht korrekt ist. Und da auf der nächsten Seite... Ich bin also weder verrückt noch ein Lüstling, sondern ich habe mit meinen 40 Jahren einfach beschlossen, so zu leben, wie es mir gefällt, ohne mich um Moral und Gesetz zu kümmern. Denn ich habe erst spät entdeckt, dass außer mir sich keiner daran hält. Das waren schon ganz interessante Überlegungen. Und was ich auch noch erwähnen möchte, großer Pluspunkt für mich, sind so lange Überschriften, lange erklärende Überschriften, die aber noch nicht wirklich etwas aus dem Inhalt sagen. Zum Beispiel Kapitel 2 mal, was jetzt noch nichts verrät, lautet... Obwohl er auf der falschen Seite schläft, wacht Kees Popinga gut gelaunt auf und überlegt, ob er sich für Eleonore oder für Pamela entscheiden soll. War eine tolle Sache. Ich finde auch das Cover sehr, sehr schön. Diogenes hat ja ein schönes Design, aber die Bilder finde ich manchmal ein bisschen hässlich. Das hier finde ich sehr toll. Und ich muss auch nochmal den letzten Abschnitt loben, auch wenn ich euch den jetzt aus Spoilergründen natürlich nicht verraten kann.
Noch eine Sache, bei der ich mir nicht sicher bin. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nur der Protagonist manchmal so denkt oder ob Simenon manchmal ein paar fragwürdige Gedanken zu Frauen und Schwarzen hat. Das ist mir aufgefallen, aber es war jetzt auch noch nicht stark in dem Roman vertreten, weiß ich nicht so genau. Im Großen und Ganzen war ich halt von diesem Krimi positiv überrascht. Er gefiel mir sehr gut. Es ging halt mehr so in die psychologische Richtung. Das gefällt mir. Und ich glaube aber auch nicht, dass ich unbedingt mit Simenon weitermachen möchte, jetzt im Großen und Ganzen, aber dieses Buch speziell kann ich direkt jetzt auch empfehlen. Hat mir gut gefallen. Dem folgte dann unser Klassiker für das gemeinsame Lesen-Projekt, und zwar ist das Väter und Söhne von Turgenev. Das wurde 1861 geschrieben und spielt auch etwa zu der Zeit. Und wir haben nicht direkt viel Handlung, auch wenn schon einiges passiert, aber im Zentrum steht wirklich so dieser Generationen- und Ideologie-Konflikt zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Die Jungen nehmen dabei eine nihilistische Ansicht an, und lehnen halt wirklich alte Werte ab, aber eigentlich alle Werte, wollen nichts von Kunst, von Natur wissen und beugen sich keiner Instanz und so weiter und so fort. Tun aber auch nichts aktiv oder so. Sie bauen nichts auf, sondern sie zerstören eigentlich nur. Sie, wie gesagt, lehnen alles ab. Und es gibt einen Moment, das sagen sie direkt, eigentlich schimpfen sie nur. Sie machen nichts, sie sorgen nicht dafür, dass etwas Neues entsteht. Das Ganze wird oft in Dialogen wiedergegeben und ich war wirklich überrascht, wie schnell es sich liest. Dadurch, dass einfach die Leute immer so miteinander diskutieren, hat das wirklich ein ganz, ganz tolles Tempo. Und hier ist es so, dass die Elterngeneration teilweise immer noch so ein bisschen nachsichtig und liebend ist. Die sagen eben, ja, das ist jetzt, sind jetzt die Nächsten und wir können gar nicht mehr so richtig mithalten. Teilweise aber auch mit ihnen halt diskutiert und dagegen argumentiert. Einfach mal kurz so ein paar Zitate dazu. Als jemand dann zu den Nihilisten sagt, wir wollen zusehen, wie ihr im Nichts, im luftleeren Raum existieren werdet. Oder auch, früher mussten die jungen Leute etwas lernen. Wenn sie nicht als Ignoranten angesehen werden wollten, mussten sie wohl oder übel arbeiten. Jetzt aber brauchen sie nur zu sagen, alles auf dieser Welt ist Blödsinn. Und fertig ist der Lack. Die jungen Leute lachen sich ins Fäustchen. In der Tat, früher waren sie einfach Dummköpfe. Jetzt sind sie im Handumdrehen Nihilisten geworden. Und dann noch ein letztes Zitat, was ich eigentlich ein ganz schönes Bild dann noch finde, wo er sagt, ja, versuch du einmal den Tod zu verneinen. Er verneint dich und damit basta. Und diese Diskussionen mochte ich wirklich sehr, auch wie viel so aus der Geschichte und dem damaligen Alltag halt so drin steckt. Ich habe ja auch noch nicht so viele russische Klassiker gelesen, aber es fällt jetzt schon auf, dass sich gewisse Themen doch wiederholen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wirklich alle großen Russen, so die man so kennt, also entweder so gleichzeitig oder zumindest so überlappend nacheinander gelebt haben. Also wirklich so alle, Puschkin, Gogol, Dostojewski, Turgenew eben, dann auch Tolstoi, die alle so in derselben Zeit, mehr oder weniger, plus minus. Und es kommt halt immer wieder vor, so dieser Unterschied zwischen Materialismus und Idealismus, auch das Verhältnis der Bauern- und Armenbevölkerung im Vergleich zur Aristokratie und so weiter. Auch Glauben, Atheismus ist immer wieder eine Sache. Das Individuum im Vergleich zur Gesellschaft, Krankheiten kommen immer wieder vor und allgemein einfach nicht so das komplett Positive. Turgenev sagt auch in Brief, schreibt er, zweifelsfrei und eindeutig auf Erden ist nur das Unglück. Und das Zitat hat mich zum Beispiel schon sehr an Dostojewski erinnert. Also es sind Sachen, die irgendwie bei allen großen russischen Klassikern vorkommen. Allgemein würde ich sowieso sagen, dass es eine gute Empfehlung ist, falls ihr mit den russischen Klassikern anfangen wollt, aber irgendwie nicht gleich am Anfang 1000 Seiten Dostojewski oder 2000 Seiten Krieg und Frieden lesen möchtet, weil hier so viele Themen schon behandelt werden, aber es ist trotzdem so schön leicht lesbar durch die vielen Dialoge meiner Meinung nach. Und was ich auch mochte, obwohl es heutzutage vielleicht ein bisschen untypisch ist, ist so diese symmetrische Personenkonstellation. Also wir haben halt so diese zwei Jungen und dann die Elterngeneration und wer dann so miteinander diskutiert oder sich vielleicht zum Beispiel auch verliebt und so weiter und so fort. Das ist oft so ein bisschen auf beiden Seiten gleich, aber es gefiel mir sehr gut. Und bevor ich nochmal ganz kurz warnen möchte, Bazarov, einer der Jungen, also eigentlich so der Hauptnihilist in dieser Geschichte, ist so ein unsympathischer Mensch, meiner Meinung nach. Obwohl ich teilweise sogar manche Ansichten mit ihm teile, aber seine Art ist so widerlich, einfach herablassend und unhöflich. Und wie er mit Menschen umgeht, ist ein absolutes Unding für mich. Und es war halt auch schon interessant, dass er nimmt zwar eine zentrale Stelle ein, aber durch die anderen Personen und Ansichten wird das doch ein bisschen ausgeglichen. Also er war tatsächlich noch nicht so ein schlimmer Protagonist, dass ich das Buch jetzt wegwerfen wollte, sondern er hat eher die Geschichte sehr interessant gemacht, aber ach,
ein widerlicher Mensch, meiner Meinung nach, kann ich überhaupt nicht leiden. War aber trotzdem eine tolle Geschichte, die daraus entstand. Und an der Stelle mal wieder ein Lob für den Reklamverlag, für all die Anmerkungen und das Nachwort. Ganz, ganz toll gemacht, hat mir nochmal viele Infos gegeben, die ich glaube ich alle schon mal in der Schule irgendwie schon gehört habe. Aber das war nochmal wichtig so fürs Verständnis. Gefiel mir sehr, sehr gut und ist im Großen und Ganzen eine Empfehlung von mir. Und als letztes diesen Monat kam dann noch Die Wahrheit sagen von Josef Formánek, glaube ich. Also er ist Tscheche, aber ich wüsste nicht, wie man den Namen anders aussprechen sollte. Und bei diesem Buch muss ich auch gleich als allererstes sagen, es ist mal wieder etwas für euch, falls ihr einen unsympathischen Protagonisten lesen wollt. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich damit im Großen und Ganzen eher Probleme habe, es aber immer mal wieder versuche, weil ich mir auch bewusst sagen möchte, das macht ja das Buch nicht schlecht, er ist ja absichtlich so geschrieben. Und hier ist es halt jetzt der Fall, dass ich auf jeden Fall eine Einzelrezension drehen möchte, weil da auch so viel drin steckt. Ich sage euch nur mal zwei Episoden seines Lebens. Er tritt als junger Mann freiwillig der SS bei, nur um dann irgendwann in der Nachkriegszeit mal Parteifunktionär einer kommunistischen Partei in Tschechien zu werden. Und zwar nicht irgendwie aus Opportunismus eigentlich, sondern weil sein Leben halt so verrückt und vielfältig war und in jede Richtung, der hat echt alles mitgemacht und gefühlt 10-mal im Gefängnis und in irgendwelchen Lagern und alles Mögliche, dass ich es jetzt nicht noch in dieses Video mitpacken möchte. Ich bin auch immer noch unsicher, wie ich das nun fand, weil der Protagonist einfach auch unausstehlich war. Für mich nicht, aber es trotzdem so viel drin steckte und ja, ich versuche es nochmal ein bisschen besser zu formulieren. Ich möchte es auch ganz gerne noch nächsten Mittwoch hochladen, aber an sich war das jetzt erstmal alles, was ich im April beendete. Ich bin aktuell noch dabei, zusammen mit Lotte und einer Dame, die keinen YouTube-Kanal hat, Krieg und Frieden zu lesen. Also eigentlich ist heute auch erst der 26. April, aber ich glaube, für Krieg und Frieden brauche ich noch eine ganze Weile. Es ist bisher toll. Mal gucken, wie sich das alles noch so entwickelt, denn viel passiert ist noch nicht. Es waren mehr Reden und Bälle bis jetzt. Mal schauen, was noch so passiert. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare zu den gelesenen Büchern oder irgendwelche weiterführende Lektüre, die ihr mir empfehlen könnt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.